Hallihallo, Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Minecraft Live in the Woods mit dem lieben Darky Priest. Hallo. Und der Pedobär ist jetzt, also wir sind zwar noch in der gleichen Aufnahmesession, aber der Pedobär hat sich jetzt von uns verabschiedet. Und wir machen jetzt noch eine Folge ganz gemütlich zu zweit. Ja. Oh, schau dir in die Augen, Baby. Du bist unsterblich. Nein, du bist nicht an. Ja, ich würde sagen, ich mache die Pipes hier unten noch weiter und du machst... Ich mache noch ein paar, ne? Achso, ja, die Drawer. Oh, halt, was fatschen. Essen? Ja, das eine ist Keule, Alter! Oh, brauchst du noch was? Nee, nee, alles klar. Okay. Genau, ich hab jetzt mal kurz hier... Achso, jetzt machen wir mal Overlay wieder an hier, sonst wird das ja nicht. So... Darüber... Ich mache das direkt bis dahin. So. So. Und dann. Bam, bam. Ach nee, Quatsch, was mache ich? Doch, ist ja richtig. Aber das müssen wir irgendwann nochmal erklären mit dem. Das erkläre ich dir, ja, kein Problem. Ja. Mach ich gerne. Schlemmer. Nee, ist doch so. Ist doch so. Dirt. Jetzt kommen da oben nochmal Küchen hin. Küchen? Kennst du Küchen? Warum laufe ich hier immer runter und wieder? Mir geht's nicht hoch. Mann! Spiel ärgere mich nicht. Na klar. Okay, also ich muss dem. Ich werde nochmal Version 2 von MusicBot probieren, was ich gesehen habe. Deswegen, also. Im Moment ist es halt noch merkwürdig. Ich werde mal gucken, dass ich das nochmal anderweitig hinkriege. Zum Wohle aller, sozusagen. Ja. Diese Unterbrechungen sind echt nämlich irgendwie kacke. ich hab doch noch irgendwo... Ach ja, okay. Okay, genau. Ich glaube, wir brauchen Holz. Oh, echt jetzt? Und mit wir brauche ich, meine ich mich. Jetzt? Also alles Holz verballert? Hm. Boah, ich dachte, ich habe genug geholt. Das ist krass. Hätte ich nie gedacht. Also willst du ja auch Kisten, das ist ja nicht mehr feierlich. Naja, ich weiß, es tut nie Not, aber lieber zu viel, ne? Und gleich gemacht wie... Hallo, Musik? Jetzt ist sie ganz weg. Badam, badam, bam, bam. Da-dum, da-dum, da-dum. Genau. Ah, okay. Wir singen jetzt einfach selber. Ach so, das war jetzt wieder Trackwax. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall werde ich mich drum kümmern, dass das nochmal, dass das anders läuft. Ich hoffe, das läuft dann besser. Mal gucken. Gibt dann noch eine zweite Variante, die wollte ich eigentlich nie machen, aber naja, mal gucken. Jetzt ist das eigentlich schon so gut wie verbunden und fertig. Jetzt muss ich bloß nochmal bei uns drüben rein in die Hütte. Die Hütte? Und dann, muss ich noch in eine Eisenpipe machen und gleich Kohle mitnehmen. Kohle. Ach man, warum kann ich mit Oakwood keine Kiste bauen? Mit Brettern, musst du Bretter nehmen. Achso. Macht Sinn, ne? Okay. Bretter. Deswegen mag keiner mit mir spielen. Klar, ich spiel super gerne mit dir. Ja, weißt du ja, deine Mutter. Deine Mutter 5 Kilo, oder wie war das? Na. Na, nein. Würde ich nicht sagen. So, wo ist denn das? Ja, habe ich kein Eisen mehr? Doch, hier. Krabbel mal unter dir an den Crafter, ist das okay? Ja, ja. Wenn ich... Hallo. Lass mich doch mal auch an den Crafter, Mann. Der stellt sich genau davor. Das ist ein Kindelchen. Nee, ich hab alles gut. So, huch, meine, gib mir das. Okay. Hab's. Ah, ich hab's. Na. Ach, schön. So, da müsste das eigentlich funktionieren gleich. Ein Theolo praktisch müsste das gleich gehen. Da muss jetzt hier noch so eine Verteilerpipe rein und, ach so, ich muss auch so ein Dings craften, das kriege ich aber hin. Und dann geht er da rein, in diesen Controller.
So, das klären wir mal. Jetzt brauche ich noch die Wrench. Schlüssel, genau diese. Schraubenschlüssel sozusagen. Okay, warte. Das mache ich so. So. Ich mache mal zwei. Das, dann brauche ich das. So, dann mache ich hier. Naja, ich mache halt zwei. und dann mache ich das. Ich würde dir gerne auch erklären, was ich mache, aber das ist bei mir alles Zufall. Und, ach, das war schon richtig. Ich hätte gar keine basteln müssen. Mist. Okay. Cool. Und jetzt kann ich hier an die Engine und mache da einfach mal da die Hälfte drin. Ich muss mir nochmal was überlegen mit der Engine, weil wir müssen die immer halt an- und ausschalten. Also wir können uns jetzt in die Kisten sozusagen reinschmeißen, ne? Mhm. Und dann Schalter anmachen, guckst in die Kiste, zieht's alles raus. Aber ich sag dir gleich, dass das dann ein bisschen anfängt zu ruckeln, weil der irgendwie viele Gegenstände dann berechnen muss. Deswegen fängt das dann ein bisschen an zu ruckeln. Aber das zieht's mit der... Deswegen habe ich gleich die bessere Engine reingemacht. Weil dann zieht's das nämlich schneller aus der Kiste, als das schneller erledigt, weißt du? Ich könnte eigentlich gleich noch mal ein paar Goldpipes machen, da ist das nämlich noch schneller erledigt. Ich erkläre dir das nochmal in Ruhe, Dagi. Ja. Wie das da funktioniert. Dann. Gerne. Zuschauer wissen es vielleicht schon, ansonsten versuche ich das gleich nochmal irgendwie kurz und knapp zu erklären, wie das da funktioniert. Aber ich mache jetzt erstmal noch das mit den Goldpipes. Rohr. Goldenes Flüssigkeitsrohr, goldenes Transportrohr, so. Davon machen wir mal so. Nein, gib mir das. Nein, jetzt hast du das. Das ist ein Kühnchen. Ist aber, nee, ist nicht schlimm, kannst du behalten. Also ja. Kannst du irgendwo in eine Kiste schmeißen erstmal. Da hast du. Jetzt, ist ja, jetzt bin weg. Ich weg. Ich bin schon weg. Na egal. Naja, nicht so schlimm. Ja, die eine Mod, die scheint irgendwie eine Macke zu haben, weil ich kann nämlich die Fassaden nicht bauen, die ich hier super gerne jetzt reinsetzen wollte, aber irgendwie geht das leider nicht. Weiß aber nicht, woran es liegt. Da muss ich mich nochmal kundig machen, woran das liegen könnte. Kundig? Kundig. So. Zum Glück sage ich kaum so. So? Ja. Hält auch nie auf, dass ich das ab und zu mal sage. Meinst du so, das fällt auf so? So. Ich könnte die eigentlich auch gleich komplett aus Gold bauen, aber das ist auch... Naja, ich mache es ein bisschen materialsparender. Das sind nämlich die goldenen Pipes sind nämlich Beschleunigungspipes. Das heißt, das beschleunigt halt die Items, die da drin rumwuseln gerade. Huch! Alter, jetzt habe ich gerade hier sonst was für komische Sachen gemacht. So, und dann so. So, jetzt wäre das fertig. Aber bevor wir die richtig nutzen, müssen wir erstmal so eine Grundstruktur einsortieren, damit das weiß, wo was hinkommt. Ist, ne? Sonst haut das alles bloß wahllos in Kisten. Mhm. Wobei das eigentlich auch erstmal egal wäre. Was wollte ich jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwelche Wandpipes wolltest du bauen? Ach nee, ich wollte was. Nee, die kann ich nie bauen. Die kann ich nie bauen, weil die Mod irgendwie scheinbar nie richtig funktioniert bei uns. Ich weiß aber nie warum. Das ist mir echt ein Rätsel. Die werden angezeigt und alles drum und dran, aber ich kann nie draufklicken. Ja, das wird alles noch ein bisschen hübscher gemacht hier. Ich weiß noch gar nicht, wo wir Fackeln hinmachen wollen. Mach erstmal da eine ran. Well. Und da inneren. Vielleicht nochmal weg. Und dann dafür da inneren. So. Jo. Hier hat man erstmal ein Crafting Table stehen. Hier hinten kommt auch noch eine Reihe Schränke dann ran, aber das müssen wir nicht jetzt machen. Jo. Cool. Passt. Soll ich schon mal anfangen mit einsortieren? Ja, mach mal. Überlegt bloß, machen wir. Wir machen mal so. Also. Fangen wir hier mit Holz an, oder? Ich weiß noch nicht, wie man es einsortieren, ob ich es so mache wie auf meiner anderen Map oder ob ich. Geschafft, yeah! Cool! Meine Güte. Und ich weiß genau, wie es läuft. Echt? Ja.
Ist doch gut. In 15 Folgen werde ich sagen, meine Güte. Wie habe ich mich da angestellt? Ja, also, ne, ist das, glaube ich, in Minecraft, ne? Das ja. Das ist so ein Minecraft-Phänomen. Du hast mich gesehen, oder? Nö, ja, ja, ich habe dich schon gesehen. Ja, du hast mir zu viel geguckt beim Erdbeeren-Klauen. Ja, ich hab mich bloß gewundert, weil du einfach an mir vorbeigerannt bist. Da dachte ich schon, du hast mich nie gesehen. Ich hab Glas, 8 Glas. Ne, das hab ich dir außerdem rausgeschmissen gehabt. Nee, Quicksand, weil wir die. Machen wir das Zeug. Jetzt so? Wie machen wir das jetzt so? Wie machen wir das jetzt so? Also Holz müssen wir auf jeden Fall. Fangen wir mal hier. So. Nee, Quatsch. So, da kommt das normale Oak Wood rein. Wo? Das muss ich nochmal. Achso. Ja, das ist erklär ich dir nochmal in Ruhe. Muss auch nicht heute sein, kann man auch mal irgendwie die Tage machen oder so. Wie du auch das Zeug in die Dinger schmeißt und rausnimmst und sowas. Also, willst du mal mit runterkommen? Ich würde nämlich den Zuschauern mal kurz erklären, so kurz und knapp, wie das unten da funktioniert. Ja. Oder versuchen zumindest zu erklären. Also, ich zeig's euch mal. Ach nee, warte mal, ich mach das mal mit Overlay. Also, wir schmeißen das in die Kiste rein, ne? Und dieses hölzerne Pipe da drunter, die ist dafür da, Sachen irgendwo rauszuziehen aus irgendwelchen Kisten oder so. Mhm. Die wird angetrieben von dieser Engine. Das ist jetzt die bessere Engine schon. Die wird mit Kohle betrieben. Wenn du Rechtsklick machst, siehst du, dass da schon ein bisschen Kohle drin ist. Prinzip ist jetzt erstmal Sachen in die Kiste schmeißen und dann den Schalter anmachen. Okay. Sobald die Kiste dann leer ist, Schalter wieder ausmachen. So, das funktioniert ganz einfach. Wie gesagt, die Holzpipe zieht das hier raus und geht dann hier lang. Die schwarzen Röhren sind normale Röhren, da wird es halt langsam durchlaufen. Ich habe das jetzt aber einfach mit Goldpipes noch zusätzlich abwechselnd gemacht, weil die beschleunigen halt die Sachen, die da drin sind. Das heißt, das ist dann schneller durch die Pipes durch, geht in diesen Controller und der sagt jetzt den Gegenständen durch diese Trims, wie ich es ja schon mal erklärt hatte, vorhergehende Folge, glaube. Das sind halt die Verbindungssachen. Der Controller sagt jetzt eben, okay, in der Kiste da hinten liegt jetzt eben das Holz drinne. Also schickt er das sozusagen, das sieht man nie, das weiß er einfach, schickt er das hier rüber, ne, hier oben an dieses Regal, und da das hier hinten mit verbunden ist, weiß er das dann, wo er das einsortieren soll. Also es ist eigentlich, wenn man es einmal versteht, ist es echt simpel gemacht. Zumindest, es gibt noch kompliziertere Sachen, man kann auch noch Roboter bauen und sowas, das willst du gar nicht wissen. Doch, will ich. Ich habe selber noch nicht verstanden. Okay. Also wie gesagt, Grundprinzip ist, das zieht es aus der Kiste raus, schickt es durch die Pipes und in den Controller und der sortiert das ein. Mhm. Also eigentlich. Und hier schwarz-gelb ist immer normal und Gold. Genau, also die schwarz, es gibt 3 normale Pipes. Einmal die aus Pflasterstein, einmal aus Stein und einmal aus, glaube ich, Quarz. Mhm. Oder Sandstein oder irgendwie sowas. Das sind die normalen. Die kannst du nebeneinander bauen, die verbinden sich dann eben nie, weil die sich miteinander nicht vertragen. Das ist der inche Punkt. Wenn du zum Beispiel 3 Leitungen nebeneinander langlegen willst, aber die nie zueinander gehören, weißt du? Okay. Deswegen kannst du dann die unterschiedlichen nehmen. Und die goldenen sind einfach nur da, um die Sachen zu beschleunigen, die durchgehen. Normalerweise ist das zu übertrieben, mehr das Zweite, aber ich habe es jetzt einfach gemacht. Aber du könntest hier oben was reinwerfen, also funktioniert schon? Ich kann dir das mal zeigen, warte mal. Ich hau ja, mal weil jetzt dann hier kann man oben. Nämlich, glaube ich, hier zugucken, ja. Wie das hier wandert, ne? Ja, richtig. Das geht aber halt jetzt ein bisschen schneller. Ich habe jetzt 18 Erde drin. Das zieht es jetzt raus. Siehst du? So, dann mache ich den Schalter wieder aus. Und jetzt siehst du, durch, die goldenen Pipes wird es halt beschleunigt. Geht da jetzt in den Drawer-Controller, also diesen Schrank-Controller eben. Und jetzt kannst du oben gucken, da wir das ja noch nie irgendwo einsortiert hatten, sortiert er das an der ersten Verbindungsstelle ein. Also ist es jetzt in dem Falle hier. Alles, was dann noch nirgendwo einsortiert, also was noch nirgendwo in Schränken liegt, fängt er dann an, hier irgendwo reinzuschmeißen. Also im Prinzip, wenn wir wollen, dass zum Beispiel hier auf diesem Schrank jetzt Erdbeeren sind, dann müssen musst wir du hier eine Erdbeere einsortieren. Mindestens eine reintun. Okay. Deswegen immer versuchen, bei Essen zum Beispiel, nie alles rauszunehmen, sondern immer versuchen, was drinnen zu lassen.
Oh, das kriegen wir schon hin. Und dann kannst du das hier einfach rausnehmen, wie ich das mache. Das, ja, soll ich dir das kleiner erklären? Also du, wenn du was reinlegen willst, ne, machst du ganz einfach Rechtsklick. Huch. Also Rechtsklick, ne? So. Wir brauchen ein Dach. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Dach. Rechtsklick ist einfach reinlegen. So, wenn du jetzt bloß ins haben willst, machst du einfach jetzt Linksklick, also wie wenn du schlagen würdest. Also auf die Kiste schlagen. Genau, also aber immer klick, 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 dann nimmst du immer jeweils eins raus. Huch, ah ja, Entschuldigung. Okay. So, ja, tue ich die wieder rein und wenn du hier Umschalt machst, also Großschreibtaste, also geduckt gehst, geh mal geduckt, und dann Rechtsklick machst auf die Dings, nimmst du immer, Linksklick, sorry, dann nimmst du den kompletten Stack immer raus. Ja, Rechtsklick, dann habe ich es angezeigt, dann kann ich auch rausziehen. Nee, das kannst du auch machen. Das ist bloß für die Aufwertung. Also, um rauszunehmen, warte, jetzt erkläre ich dir nochmal. Ich habe es nämlich gerade erst falsch erklärt. Ah ja, okay. Also, entweder nie crouchen, dann nimmst du immer eins raus mit Linksklick und wenn du crouchst, nimmst du alles raus mit Linksklick. Also immer Linksklick rausnehmen. Und Rechtsklick reintun. So. Die kann man ohne aufwerten. Das wird alles in Stacks hier drinne gelagert. Das heißt, bei Erde sind es halt 64er Stacks und bei anderen Sachen halt 16er und sowas. Die haben nur eine bestimmte Kapazität, die kannst du aber noch aufwerten. Wenn du jetzt nämlich crouchst und Rechtsklick machst in dieses Menü, was du hattest, da kann man nämlich noch Upgrades einfügen. Da kannst du dann zum Beispiel, was ich auf meiner Let's Play Welt schon habe, mit Smaragden kannst du dann so Upgrades machen zum Beispiel. Und da kannst du, ich glaube, die können jetzt 8 Stacks nehmen oder sowas. Kannst du einlagern. Und mit dieser Aufwertung zum Beispiel kannst du dann, warte mal, ich glaube, du kannst es so eingeben. Bei dir müsste es Upgrade heißen, glaube ich. Bei mir heißt es auch Upgrade. Genau, siehst du dort. 13 mal so viel Stacks. Also 8 mal 13 wären das dann theoretisch. Stackmäßig kannst du dann dort reintun. Also das wird nie voll, so ungefähr. Das muss man dann halt upgraden. Kannst du auch mit Obsidian machen oder halt mit dem. Was passiert denn, wenn hier eine Kiste voll ist und dann alle Kisten mit was anderem belegt sind? Und ich schmeiße zum Beispiel jetzt Erde hier rein. Alles ist voll. Was passiert mit der Erde, die ich reinschmeiße? Also wenn alles andere wirklich jedes Fach belegt ist, normalerweise, wenn das eine Fach voll ist, sucht er sich ein neues. Und tu das dort weiter einsortieren. Wenn aber alles andere voll ist, dann fällt das unten aus dem Drawer raus. Wird aber nie passieren, weil wir gucken mal, wie viel Stauraum wir haben. Ja, ja. Das wird nie passieren. Genau. Und das ist erstmal das einfache Prinzip, so dass wir erstmal Sachen einsortieren können. Und der Rest, der kommt dann irgendwann später noch. Okay. Mit dem Sortieren unterwegs schon und sowas, das will ich ja hier auch machen. Also hier in meiner Let's Play Welt habe ich ja bloß ein Lagerhaus, das bleibt dir dabei und das war's. Und hier will ich aber dann, weil da wir ja für jedes ein Haus machen, will ich, dass das dann unterwegs schon alles sortiert und so. Das hätte ich voll Bock drauf. Dass halt die Kohle oder das Roheisen direkt zum Schmied dann durch die Pipes rutscht und so. Das kannst du nämlich alles sortieren lassen. Und das wird noch eine lustige Grabarbeit vor allem und ja. Mit Denkarbeit. Juhu. Genau, also das ist eigentlich das Grundprinzip. Da kommst du schon bei Zeiten dahinter eigentlich. Ja. So. Da kann man halt dann sagen, hier kommt jetzt, also ich würde hier anfangen mit Holz, mit den Holzsachen, weil es gibt echt viele verschiedene Holzsachen. Und auf der anderen Seite hier mit Steinen anfangen sozusagen. Also mal gucken, wie wir das am besten machen. So, was mache ich jetzt noch? Das ist ja die letzte Folge für uns heute, deswegen überlege ich gerade so. Wir sind bei 19 Minuten, also 10 Minuten kann ich noch Sachen machen. Ich weiß bloß gerade nicht was. Also, ja, also du kannst theoretisch alles in die Kisten auch hauen dann und alles, was da, wo der nach keinem Vogel fertig einen Platz hat sozusagen, haut er halt dann wahllos irgendwo hier vorne mit rein. Also einsortiert wird es auf jeden Fall, wenn irgendwo Platz ist. So. Ja, das mache ich glaube mal offscreen, das ein bisschen rumzutieren, das denke ich ist glaube eine bessere Idee. Weil wir haben drüben so viele Kisten, wenn ich das jetzt alles hier hin und her schleppe, das wird dann ein bisschen... Dach drüber wäre eigentlich eine geile Idee, ne? Ja, Dach wäre cool. Was ich ja vielleicht für eine Idee noch hatte, dass man hier
wie nennt man das, so eine Galerie hier so reinbaut, bloß noch, weißt du, dass das halt nie einfach nur jetzt ein Dach drüber ist, sondern dass wir dann innen oben noch so eine Galerie haben, wo man halt noch rumlaufen kann, wenn man Bock hat oder so. Ja, das, also, das man so ein bisschen, ja? Ich glaube, das nennt man das eine Galerie? Das ist eine Galerie. Ja, gut. Oder ein Obergang. Ja, oder so, dass man das hier so reinbaut, fände ich, wäre vielleicht eine ganz geile Idee. Weiß ich aber noch nie genau wie. Habe ich noch nie so die Idee. Und vor allem, was wir für ein Dach drauf machen, weiß ich auch noch nie. Ob ein Flachdach, ein Spitzdach, ein... Spitzdach. Ein rundes Dach. Ein Spitzdach. Ja. Nach allen Seiten spitz? Nö, das sieht dann kacke aus, ne? Nee. Okay. Wie eine Scheune. Wie eine Scheune, okay. Ja. Also hier, jo, vorne flach und dann... Ja, ja, na klar, das, genau, das können wir machen. Dann wollen wir aber mit was hast du das vor? Mit holztechnischen, was für, ja, müssen wir nochmal gucken, oder? Ja. Ich denke, da werden wir so das normale Eichen. Da wirst du eine Idee nehmen. Haben. Wieso ich? Weil du hast die guten Ideen. Ach komm, du hast auch Ideen. Ja, nur dumme. Nee, ach, gar nicht, ja. Jetzt hört er mal auf. Regnet immer noch. Aber wir können eh nicht schlafen gehen, weil Sonne da oben steht. Das ist ja doof. Okay. Also wärst du damit einverstanden, wenn ich das mal offscreen einsortiere, so ein bisschen das Zeugs? Ja. Oder? Ja, wie soll man das machen? Hier dann so die Ecke, also dieser Schrank komplett. Wo bist du jetzt? Ja, immer um den Schrank rum. Du bist gerade. Hä? Du bist gerade für mich spurlos verschwunden? Hier. Guck mal. Hier, guck mal. Folg ach, mir hier. Mal. Ah, hier bist du. Ja, dieser Schrank, komplett. Ja. Achso, ja, ja. Essen, ja. Essen, verschiedenes Essen. Könnte man, ja. Also und ich würde. Dann hier Holz, verschiedenes Holz. Also ich hätte hier Holz, hätte ich die langen Gänge angefangen. Also hier vorne sozusagen. Hier so la. Ja, mir und egal, auf der anderen halt Seite mit, und auf der anderen Seite mit Stein. Ne? Ja, ja, klar. Und auf der anderen Seite. Nicht, dass du jetzt anfängst mit. Holz hier. Ach Quatsch. Holz da. Quatsch. Verstehst du dich mal? Ich dachte, du kennst mich. Natürlich kenne ich dich. Das ist ja das Problem. Manchmal. Theoretisch hätte man hier auch noch oben zwei reinmachen können. Da hätte man hier so einen Durchgang. Aber ich glaube, das ist zu niedrig dann. Ne? Und da wüsste ich auch gar nicht, was ich reintun sollte. Nee, ich hätte hier den langen, hätte ich angefangen mit Holz. Und auf der anderen Seite mit Stein. Weil Steine und Holz haben ja sowieso am meisten verschiedene Sachen. Ja. Und Essen halt. Essen würde ich vielleicht so hier so einen Mittelgang nehmen oder so. Oder mal gucken. Ich weiß es halt auch nicht. Oder wir machen es mal gemeinsam auf Screen. Das können wir auch machen. Ja. Gerne. Hm? Können wir ja morgen machen oder so. Müssen wir mal gucken. Wir bauen das hier noch ganz hübsch aus. Haben wir morgen nicht einen Livestream zusammen? Ach ja, wir wollten ja morgen, das stimmt, wir wollen morgen Livestream. Ich habe gerade überlegt, irgendwas war doch morgen, aber wir wollen morgen Livestream machen. Livestream? Also bei uns ist es jetzt... Also morgen euch, wolltest du ein Game mit mir spielen, das richtig. Noch weniger kann wie Minecraft. Yay! Ja, das kriegt man hin. Ich versuche dich zu beschützen. Das ist natürlich schon rausgekommen, bevor... Ja, ihr habt den Livestream schon gesehen. Ihr kennt das schon, bevor wir... Ja, ihr, ist tricky. Das wird lustig. Nee, kriegen wir schon hin. Nee. Jo. Also wir sind aber bei 23 Minuten. Wir haben eigentlich noch Zeit gerade. Ja. Ich bin halt bloß gerade am überlegen, was wir machen. So, hier geht's halt runter. Hier müssten eigentlich Treppen hin. Da müssen wir eigentlich die Pflastersteintreppen nehmen, ne? Wie wir oben angefangen haben hier. Ja, die habe ich hier runter. Warte mal halt. Oh, warte mal hier, ich habe hier einen Fehler drin, sehe ich gerade. Nee, habe ich nicht bei. Das ist nicht so schön. Aber warte mal, ich kann dir das Gold rauswerfen eben. Kannst du machen, brauchen du es jetzt zwar nicht, aber kannst du machen. Gut. Ich habe hier einen Fehler drin, sehe ich gerade. Bitte? Das ist doof. Naja, also hier ist eine Treppe, ne? Mhm. So, hier ist eine Treppe und hier ist eine Treppe. Also kommt eine Treppe hin, besser gesagt. Mhm. Bist du jetzt? Ja. Und dann schließt die hier vorne ab. Ne? Ja. So, und dann wäre hier eine Treppe, aber hier eine Treppe. Das heißt, die würde dann hier in diesen Gang reinragen. Und das ist gerade doof. Also, finde ich jetzt nicht ganz so hübsch wahrscheinlich. Deswegen überlege ich gerade. Also zwei Treppen, blöd. Die stoßen aneinander. Mhm.
Das ist es ja gerade. Hell. Das ist ja kacke. Das ist ja echt doof jetzt. Hm. Also theoretisch könnten wir... Na, das macht aber auch keinen Sinn. Nee. Das ist ja doof. Das ist ja jetzt kacke. Na, hier kannst du den wegnehmen. Dann geht das ja ins hier rein. Das ist ja... Oh, shit. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich guck mal, ich mach mal ein paar Treppen, mal sehen. Was ist das? Basalt war das, ne, auf dem Boden hier. Basalt. Hier oben in der Kiste sind noch zwei Stacks Treppen. Ach so, Treppen, okay. Basalt-Treppen oder normale? Die hier. Die hier, die dunklen, oder was? Ja. Ah, okay, warte, ich geh mal hin. Dum, 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 dum. Dann gucken wir uns die Geschichte nochmal an. Oh, es hat aufgehört. Was? Es hat aufgehört zu regnen. Also Basalt ist bloß ein Stack drin. Okay. Von den anderen sind zwei Stacks vielleicht, das ist Gott. Ach nee, hier ist nochmal was. Ich hab's gefunden. Okay. Waren der untersten Kiste dann auf einmal drin. Okay. Oh ja, ist nicht schlimm. Genau. Habe ich eine andere Idee? Nee, ich hab Ich hab nur die Idee. Also mit den Treppen halt dort lang. Ja, ich muss schon wieder, es ist. Ah, mal gucken. Ja, aber. Muss ja auch. Also man könnte machen. Hier könnte man noch ins wegnehmen und dann hier die Treppen runter, aber das macht auch irgendwie keinen Sinn. Nö. Der Treffpunkt bleibt der gleiche. Also eigentlich war es so geplant, so hier, also so, was ist geplant, aber so wäre jetzt die erste Treppe runter, ne, würde ja hübsch aussehen. So, und dann ist aber halt jetzt das Problem, dann müsste ich hier die Treppe schon anfangen eigentlich, weil es geht ja bis hier runter. Ja, dann fangen wir da drüben an. Dann musst du aber die Kiste wieder abreißen. Oder ich habe eine andere Idee. Warte. Ich habe da mal eine Idee. Oder nur eine Treppe. Naja. Ach so. Ich ziehe das einfach alles ins höher. Also machst du eins weiter rüber. Richtig. Ja, ich mach einfach alles ins höher. Ja. Also muss ich zwar hier nochmal ein Stück wegnehmen, was dann irgendwie verkleidet werden muss, aber ansonsten müsste das eigentlich gehen. Jo. Ja. Da kommt hier auch nochmal das. Also das sind zwar jetzt die falschen Steine wahrscheinlich, aber so könnte das, so geht das, ne? So wird das was. Dann kann hier Treppen hin, da Treppen hin. Ja. Ja. Genau. Ja, gut. Cool. Genau. Und das wäre dann noch eine zweite Etage. Warum überhaupt, ne? Für eigentlich geplant, eventuell. Für eventuell noch mehr Kisten, aber die werden wir echt. Warum das gerade? Die werden wir echt nie brauchen. ist eigentlich überflüssig hier noch eine Etage, aber wir haben halt noch eine Etage. Können wir ja Pedobär einsperren oder so. Ach, nee. So, ja, das mit den Facades, ist ein bisschen doof, aber naja, gut. Und hier kommt dann, hier hätte ich dann eine Tür reingemacht, eine Carpenter-Door, dass man hier hinten in den Raum kommt. Da könnte eigentlich da auch noch eine Treppe hin. Genau dort, wo du stehst. So, und dann könnte man hier und dann hätte man hier die Tür. Oh, die Musik macht mich ja fertig. Ja, naja, ich habe die Playlist bloß mal so spontan angelegt, deswegen. Toll, ich hätte mal Basaltsteine mitbringen können, da hätte ich das Klemmer auskleiden können. Ach nee, vielleicht nie unbedingt mit Basalt. Die Wände mit Basalt ist ja eigentlich... Ach, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, kriegen wir schon hin. So, na gut, wir sind eh bei 28 Minuten. Da hätten wir das gemacht und das gemacht und das. Ich würde sagen, das nimmt doch hier mal langsam Form an. Form an? Ja, wollte ich gerade sagen. Endlich. Na gut, ja. Die Felder, die sehen ja auch super aus eigentlich. Die sind ja auch mittlerweile entstanden. Das darf man ja nie verachten. War ja auch ein ganz schöner Aufwand, der ganze Mist, oder? Aber wir haben jetzt die Felder, wir sind mit Essen versorgt, zumindest was das angeht. versucht das sich nochmal. Toll. Jetzt habe ich irgendwo die Abwehr. Hier unten hast du die eingesortiert. Genau. Nee, nie festhalten. Bloß immer einmal klicken. Also entweder einmal klicken oder geduckt gehen und dann links klicken. Ah, okay. Muss ich jetzt in den Himmel klicken, um zu essen? Okay. Ja, das mixe vielleicht. Oder zur Tür vorgucken oder sowas, da geht das. Dann sortierst du dir halt irgendwo ein.
Ja, cool. Es wird, finde ich schön. Gefällt aber mir. Ich bin schon zufrieden. Also langsam ja, ich auch. Wird das. Aber ja. So mit der Galerie oben lang, das wäre eigentlich eine coole Idee. Coole Idee. Aber du musst halt die Fenster noch eins höher oder so. Oder zwei höher. Das weiß ich noch nie. Wahrscheinlich. Ja, du willst ja auch nicht, dass wir hier reinlunzen können, ne? Ja. Von außen ja. Geht das nämlich. Ich weiß, das habe ich ja auch schon festgestellt. Ja, gucken wir mal. Ich hätte vielleicht, warte mal, ich habe da so eine ganz spontane Idee, da ich gerade die Treppen in der Hand habe. Ne? Siehst du das auch gerade als anderen Block? Ja, ja. Hä? Was machst du denn? Ich mach gar nichts. Hä? Treppen weil wenn ich jetzt rum, wenn ich jetzt schlecht. Es sieht irgendwie auch geil aus. Ah, jetzt. Na no, und dann machst du oben jetzt noch sozusagen zwei Slabs dran oder so, dann hättest du dein Galerieboden. Den würde ich natürlich aus Holz machen, das war jetzt bloß mal Beispiel. Beispielgedanke. Aber so könnte man das vielleicht machen. Mal gucken. Müssen wir mal ein bisschen rumprobieren und sehen. Ja. So, okay. Also von mir aus kannst du. Trotzdem würde ich sagen. Genau. Bye bye, meine lieben Freunde, und danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Live in the Woods mit dem extrem nahen Knusperkopf. Ja. Das sieht irgendwie komisch aus. Und meiner Würdigkeit, dem Darky Priest. Also danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.